Ja, hallöchen. Es ist Sonntag und wir schauen uns mal das Rätsel vom Montag an, was denn da die Lösung ist. Ich habe in den Kommentaren schon gesehen, auch wie ich fanden andere das jetzt nicht so schwer wie das erste. Und zwar hatten wir hier dieses wunderbare Gedicht und sollten den Entschlüsselungscode herausfinden für dieses Handy von Miyamoto. Und zwar steht hier im Tag ohne Tag. Der einzige Tag, wo kein Tag drin steckt, ist der Mittwoch. Da steht ein Ding, das ich mag. Anscheinend irgendein Buchstabe. Es kommt nicht zu zweit, das heißt, die zwei T's in Mittwoch sind ausgeschlossen. Und es steckt nicht in weit, das heißt, das W ist auch raus. Und das I ist raus. Das heißt, es bleibt noch das M, es bleibt das O, das C und das H. Aber es ist auch kein Ring, das heißt, das O können wir auch ausschließen. M, C und H bleibt noch. Es ist kein Ring, das seltsame Ding, nicht End noch Beginn. Also Anfangs- und Endbuchstabe sind auch ausgeschlossen. Dann bleibt nur noch das C. Jetzt gibt das auch Sinn. Das Ding, das noch ist, nutze zur Frist. Start am oberen rechten Eck, wisch über 7 hinweg. Wenn wir jetzt das C nehmen, streichen wir genau über 7 Punkte. Das wird wohl dann das Endsperrzeichen sein. Und dann schauen wir uns mal die Lösung an. Ich habe es mir schon angeguckt, denn ich hatte es ja selbst auch gelöst. Da steht jetzt genau die Erklärung, die ich euch auch gerade gebracht habe. Und hier sehen wir, das C ist korrekt. Ja, das war die Lösung für unser erstes Rätsel tatsächlich in 2021. Und wir sehen uns dann morgen für das nächste. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß noch weiterhin beim Miträtseln. Ciao, eure Chrissy.